Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hola señores, zu einem weiteren Teil unserer Duellserie. Ich spiele heute wieder gegen den General Pilofa. Salut à tous. Ja, im letzten Teil hat Pilo mich an Land zerlegt. Heute gucken wir mal, wie das auf See klappt. Die Revanche steht ins Haus und wird jetzt in einem Seegefecht ausgetragen. Ist ja, nochmal Empire, du, ne? Du bist raus aus dem Spiel. Ich bin noch drin im Spiel. Nee, du bist nicht mehr da. Warte, dann speichere ich schnell noch mein Schiff. Meine Schiffsdinger, Test, gespeichert. So. Ja. Und jetzt? Schau mal. Geht's nicht? Du bist nicht da, nee. Du müsstest dann wahrscheinlich manuell rausgehen und nochmal reingehen. Dann gehe ich nochmal manuell raus und nochmal rein. Oh, mein Spiel ist, dein Spiel ist weg. Ah, da ist es wieder. Okay. Ja, das gute alte Empire, wie wir es alle kennen und lieben, ja, ja. Das ist übrigens auch, weil dieses Spiel teilweise so extremst verbuggt ist, ist es auch so der Grund, warum ich jetzt nicht nochmal irgendwie mit einer Empire-Kampagne angefangen habe. Und wenn, dann werde ich wahrscheinlich nochmal irgendwann die Darth-Mod spielen, aber das steht nur in den Sternen, da müssen wir mal gucken. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, können wir eigentlich loslegen. Ja, ne? Ganz genau. Es geht auch schon los und wir haben uns für dazu entschieden, Elite-Schiffe zu nehmen. Das heißt, jeder von uns hat ein Admirals-Flaggschiff erster Klasse und dazu dann noch die 122er heißen die bei den... Die schwere erste Klasse, ne? Genau, schwere erste Klasse heißen sie in Empire. Und ja, dann habe ich noch so zwei Trash-Schiffe, eine Karonadenfregatte und irgend so eine Schaluppe. Ich weiß nicht, was hast du dabei? Bei mir ist es ganz ähnlich. Ich habe aber als Trash-Schiffe habe ich dann zwei spanische Galeonen gewählt. Weil die nicht ganz so trashig sind. Also für Trash-Schiffe gehen die eigentlich noch ganz gut. Ah ja, okay. Da bin ich mal gespannt. Ja, und das hier sieht ja echt schick aus. So mit den Schiffen und den wehenden Segeln und so, ne? Ja, das ist schon ganz hübsch gemacht hier, klar. Also ich finde Napoleon ja noch hübscher. In Napoleon habe ich auch die Debug-Cam drin. Da kann ich in den Schiffsrumpf rein und kann mir anschauen, wie die Kanonen nachgeladen werden und so weiter. Das ist auch ganz schön. So, und jetzt muss ich mir irgendeine Formation ausdenken. So richtig Nelson-like mit zwei Reihen, ja, vielleicht? Ja, Crossing the T, hä? Huh? Schauen wir mal. Ich probiere es mal aus hier. Die Franzosen müssen ja auch mal was nachmachen dürfen. Oh, meine Galera heißt Tricolore. Das ist doch so, muss das laufen. Die sieht ja echt hübsch aus. Die Ruder ganz nach oben abstehend. Echt nett, das Teil. Na gut. Ich muss auch gerade mal was, bevor ich hier auf breit klicke, muss ich auch mal gerade was gucken. Ja, okay, gut. Das habe ich mir irgendwie so gedacht. Ja, also Seeschlachten ist wirklich was ich ja wie die Pest hasse. Ne? Also das mag ich ja überhaupt nicht. Aber ja, also mal schauen. Also, ja, probieren ich bin einfach, gespannt. Ne? Ja, was kommt bei rum, ne? Finden wir es raus. Oh je, Mine, was hast du denn für eine Oh Gott, ich werde sterben. Na, wobei? Aha. Das ist sehr unüblich, was du da machst. Ich weiß. Ah, na klar. So geht's dann wieder. Ne? So kann man es mal zumindest versuchen. Yep, ich muss dann auch schon meine Befehle quasi abändern, aber viel ah, da mehr wird hier, hast du nicht erreicht. Da wird hier schon direkt beigedreht. Ja. Na klar. Und kommt schon die erste Salve? Ich glaube noch nicht, nee. Noch sind wir ganz knapp zu weit entfernt voneinander. Da, zack. Und oh, auf meine Galeone. Och, Pilo. Die spanischen Galeonen sind ja recht bekannt, durchaus. Oh, du hast auch schon gefeuert. Was soll das denn? Was fällt dir ein? Oh, und da kommt eine heftige Salve. Zack, in deine schwere erste Klasse. Direkt einige Salven. Nein, falsch rum. So, ja, genau so. Komm. So, beidrehen einmal. Und direkt weiter beidrehen. So, schießt du eigentlich manuell oder lässt du schießen?
Ich lasse meistens schießen. Ja, ich auch gerade. Oh shit, meine Schiffe sind stehen geblieben. Das ist nicht so geil. So, ich glaube, deiner Galeone geht es mittlerweile schon an den Kragen, aber. Die ist. Das Harte ja, kommt ja ist, noch. Die ist dreckig, ja. Ah, die flüchtet. Auch gut. Ja, ich hatte die Schiffe auch ein bisschen zu weit auseinander stehen, aber. Na, komm, da geht noch einer. Na komm, dreh schon. Jawohl, ja, da kommt noch einer. Ah ja, da will er mich also so kriegen hier. Feige ja, muss ja. So, ich glaube, deine Galeone ist gleich down. Aber diese Schiffe, die hauen richtig rein, wenn sie wollen. Wenn sie, ja, wenn sie wollen, ja. Man braucht halt den entsprechenden Wendekreis, das ist nicht immer ganz so einfach. Ja, das ist eine knappe Sache bisher. Am Anfang hattest du deine Schiffe mehr in Position, jetzt hat im Moment ich sie gerade noch so gebündelt ein bisschen auf ein paar Schiffe. Ja, du bist ja so ein bisschen, du hast ja momentan so ein bisschen Oberwasser. Halt, nein, du drehst dich falsch. Aber ich habe halt Angst vor dem, was so von dir jetzt gleich kommt. Da ja, kommt sie nämlich mal einiges. Ankommen. Wenn sie denn ankommen. Ja, es bleibt zu hoffen für dich. So, ihr müsst jetzt hier abdrehen. So, ein Schiff von dir ist weg. Oh, schöne Salve. So, jetzt kommt eine Salve, komm schon. Jetzt hau rein. Zack. Mitten. In den Bug, oder? Vorne ist der Bug. Ja. Gut, ja, nicht, dass ich mich blamier hier. Ja, also, dass du dich mit der Nautik nicht besser auskennst, das ist wirklich eine ganz große Schande. Ah, Mist, jetzt blockieren sich die Schiffe hier. Ja, Marine war noch nie das, was mich am meisten interessiert hat. Als Bayer ist das auch eigentlich eher so verständlich bis normal, ne? Dreh du dich nicht? Ja, ich bin mehr so der Gebirgsjäger, weißt du? Ja, mehr so auf Skiern eigentlich, ne? Ja. Schießen auf Skiern klingt so ähnlich wie Essen auf Rädern. Ja. Oh Mann, ich habe irgendwie kein Glück mit dem Wind. Shit. Ja, das sieht ganz gut aus vom Wind her, das stimmt. Aber jetzt hast du wieder ein bisschen Vorteil. Ich bin nämlich auch ein bisschen falsch unterwegs gerade gewesen die ganze Zeit. Mit ein paar Schiffen. Andererseits, du hast eben so zwei Schiffe so total untätig von dir. Das könnte dir zum Verhängnis werden. Ja, wahrscheinlich wird es das auch werden. Die kommen irgendwie nicht mehr. Während da zwei andere Schiffe so meine Hauptarbeit erledigen. Hier, ihr könnt nochmal drehen. Naja, denen geht's aber auch noch ganz gut. Also die teilen ordentlich aus. Sind ganz fidel. Ich glaube, denen geht's noch ganz passabel. Noch. Aber mal gucken, was der böse Pilo sich da so hat einfallen lassen. Warum kommt denn hier mein anderes Schiff nicht mehr bei? Was du halt gut machst, ist, du drehst sie immer wieder, sodass ich keine Flanke, sag ich mal, besonders stark beanspruchen kann. Das ist aber auch alles, was momentan gut läuft, ja. Ja, ein Schiff von mir hat ordentlich Federn gelassen. Ich finde übrigens nicht den Knopf zum Reparieren, das ist natürlich toll. Kann man gar nicht reparieren vielleicht? Ich glaube bei Empire schon, ja. Nicht, nee. Okay. Na, schauen wir mal. Meine Galeere, Tricolore, die flieht auch gleich schon mal instant. Na gut, die sind auch alle weggestorben mit einer Salve. So, ich versuche ja hier deine Velasco da ein bisschen zu erwischen. Es dauert noch, bis die down geht. Jetzt habe ich im Moment das Problem, dass es passieren könnte, dass ich meine eigenen Schiffe abballere. Dem versuche ich gerade entgegenzuwirken. Ja, aber meine Schiffe kommen echt nicht bei. Ach, es ist ganz, ganz schrecklich. Ja, aber noch läuft es. Also deine Schiffe zwei Salven sind da gerade. Zwei Salven sind da gerade reingekommen. Ja.
Ja, also. So, jetzt hier einmal drehen. Komm, da kommt Kinders. Schon komm, 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 komm. Schneller, 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 schneller. Oh Mann, sind die so lahm. Schneller, 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 schneller. Gleich ist er in. Ja. Und zack. Ja, jetzt kommt deine Hauptflotte. Jetzt muss ich mich ein bisschen aufteilen und über die Flanken kommen, sonst bin ich aufgeschmissen. Puh, wie machen wir das? Okay, hier ziehen wir durch die Mitte und hier ziehen wir voll rein. Okay, ja, so machen wir das. Das ist intelligent hochziehen. Das sieht gut aus. Ja. Kannst du deine Schiffe eigentlich reparieren? Nee, ne? Ich nicht, nee. Also ich weiß nicht wie. Sonst würde ich schon gern. Ich würde ja auch gerne mal Kartätschen schießen oder du kannst ja auch mal versuchen, mit Kettenkugeln meine Segel zu zerstören hier. Das geht leider nie wirklich so gut. Oh, da flüchtet schon eine schwere erste Klasse von mir. Hm. Oh, sehr fein. Ja, auf die habe ich aber auch sehr, sehr lange geschossen. Also die ja, brennt auch. Ja, stimmt. Die habe ich ewig lang behakt. Die habe ich auch ziemlich gefokust. Ja, jetzt sind halt deine starken Schiffe da. Mal sehen, wie das wird. So, oh, mein Schiff brennt. Höchste Zeit, dass ich entere. Da fliegen schon die Gewehrkugeln über das Wasser. Und jetzt habe ich mich ein bisschen verfahren mit ein paar Schiffen. Das hast du schlau gemacht, dass du einfach nach links ausgerückt bist. Jetzt kann ich da relativ wenig machen. Schau mal, das Entermanöver sieht auch schön aus. Ich muss gleich mal ranzoomen hier. Ja, denn jetzt springen die gleich rüber, glaube ich, von mir. Also das Schiff wird rangezogen. Deins. Ja, ich gehe mal mit der Kamera drauf. Scheiß mal gerade auf den Rest, also auch wenn da jetzt noch ein Schiff sinkt, aber es dauert noch ein bisschen, ne? Ja, meine Karonadenfregatte hat auch nicht sehr lange überlebt. Ah, was ist das so, denn? So, und da ist jetzt mal gerade eine Kartätschenladung auf dein Deck draufgegangen. Ich hab mich verklickt und jetzt ist das Intermenü abgebrochen. Oh, das ist scheiße. Ah, verdammt. Das könnte mich den Sieg kosten. Weil sonst hätte ich dich da schon noch eine Weile aufgehalten, glaube ich. Jetzt hast du aber einen kleinen Fehler gemacht. Du hast dich sehr blobben lassen dadurch. Und das war auch mein Ziel. Und jetzt kann ich von allen ja, Seiten ja, reinschießen. Ja, ja. Also das war in der Tat so das, was ich angestrebt habe. Das klappt jetzt auch wunderbar. Naja. Naja. Belächle es nur. Ja, erstmal ja. Naja, erstmal werden wir jetzt dein Schiff senken. Also solange ich das noch kann. Warum kann ich... Achso, hier sind nur die falschen Geschütze eingestellt. Ja, dann schieß doch mal mit denen. Ach, das da war dein Schiff. Hier sind auch nur die falschen eingestellt. Dreh dich mal, komm. Komm, Kollege. Na, warum drehst du dich nicht, Junge? Hä? Ja, gut, das hast du ganz gut hinbekommen jetzt hier. Ja, nur mein eines Schiff dreht sich irgendwie nicht mehr. Bisschen ärgerlich gerade. Ein Schiff von dir ist sehr angeschlagen. Ja, das wird auch sinken, ja. Also auch dieses Seegefecht wirst du gewinnen, so wie es aussieht. Warum? Achso, ich hab auf das Falsche geklickt. Ah, okay, au. Ja, ich bin wieder ein Opfer der Steuerung geworden. Das wurde ich aber eben auch hier mit meiner mit meinem Entermanöver. Also mein Opfer Gott. Vor allen Dingen auch deswegen, weil ich nämlich nicht gerafft habe, wie man diese Kartätschenladung wieder ausschaltet. Und das ist natürlich nicht ganz so geil, wenn du dann permanent mit dieser mickrigen Schussreichweite da rumstehst. Denn du brauchst ja schon die höhere Panik. Schussreichweite, um hier was reißen zu können. Ne? Bei mir ist das Problem, die Panik dieser Kanonadenfregatte hat jetzt meine Destin infiziert. Sie hat quasi das Destin aus den Ohren, Augen verloren. Und ja. Möchte nur noch nach Hause. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist das falsche Destin. Ja. Mist. Also es wird nochmal sehr knapp hier. Weil ich habe ja noch ein paar Schiffe, von die jetzt außen rumfahren und noch gut heile sind. Darauf verlasse ich mich eben. Aber du hast in der Mitte auch noch zwei sehr starke Schiffe.
Die anderen sind angeschlagen. Meine Frage ist jetzt, also wenn jetzt diese Schiffe brennen, muss man dann den Anker werfen, damit die repariert werden? Oder ich weiß es gerade nicht. Ja, wahrscheinlich das. Das würde ich jetzt mal vermuten. Ich krieg die Destin echt nicht mehr wieder, oder was? Sind die schon von Bord gesprungen? Nein. Ja, dann schießt doch. Ihr habt den perfekten Winkel, Leute. Wie könnt ihr da fliehen? Na. Ist bestimmt ein unfähiger Captain. Also Villeneuve ist es nicht, ja? Villeneuve ist bei mir, ja. Oh, und schau mal den Nahkampf an zwischen unseren zwei Schiffen da. Ich habe es ja dann am Ende doch noch geschafft, hier zu entern. Ich meine, dadurch kann ich wenigstens eins deiner stärksten Schiffe, die San Miguel hier... San Miguel, ja. San Miguel. Die kannst du noch binden, ja. Binden, ja. Eben. Das ist praktisch. Au. Aber die ergibt sich jetzt. Also, dass diese Destin nicht schießt, da krieg ich einen Kollaps. Vielleicht sind die Kanonen auch einfach Fritte, ne? Nein, das kann nicht sein. Das passiert schon mal, ne? Ja, klar, es kann schon sein. Theoretisch. Theoretisch. So, es wird nochmal richtig knapp. Du hast jetzt zwei gute Schiffe, der Rest, den kriege ich vielleicht noch zum Fliehen. Hoffe ich zumindest. Oh nein, da ist das Schiff gerade wieder seetauglich geworden, weil sie das Feuer gelöscht haben. Dann kommt sofort natürlich wieder eine Salve vom Pilo rein. Ja, ja. Und holst mir das Ding noch mal weg. Ja, ja, ja. So macht das Spiel Spaß. Nee, aber so ein funktionierendes Schiff wie die Destin da einfach. Weil die hatte noch einen guten Rumpf, als sie aufgegeben hatte. Jetzt ist sie Schrott, weil du 10-mal draufgeschossen hast. Aber davor war sie noch völlig gut dabei. Das stört mich eben ein bisschen. So, jetzt fliegt hier so ziemlich alles auf der Map. Ziemlich viel auf jeden Fall, ja. Hast du noch dein Admiralsschiff? Ja, hast du. Und das ist auch noch sehr, sehr gut in Schuss. Ebenso wie meins. Deshalb ist hier, also es entscheidet sich wirklich an der Moral, glaube ich. So. Ja, ich habe auch nicht mehr so viele intakte Kanonen, leider. Ah, und ich steuere teilweise richtig falsch mit meinen Schiffen. Also die Sceptre, oder wie man es ausspricht, ist total weggefahren. Oh, ja. Und jetzt hast du hier 4 Schiffe gegen 2. Oh, shit, da kam aber nochmal eine gute Kanonensalve von dir rein. Ja. Halleluja. So, jetzt begebe ich mich mit der Pegas. Pegas. Oh, ja, den krieg ich. Die kriegst du, ja. Das sieht nicht gut aus. Alles nur, weil ich ja... Ja. Wenn jetzt hier... Ja. Wenn jetzt meine San Miguel beidreht, dann könnte es das gewesen sein. Und nochmal eine Breitseite abfeuert. Bitte, 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 bitte. Ah, shit. Jetzt hast du nochmal dein eigenes Schiff getroffen. Ja, okay. So krass habe ich es nicht selbst getroffen. Ja, 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 nur ein bisschen. Ja, ja, nur ein bisschen. Ein leichter Streifschuss, ja. Ja, aber schau, da flieht sie schon. Da kriegt sie schon mit der Angst und ich kann sie nicht mehr steuern. Ja, da hast du es ja doch noch geschafft, Günther. Die Spanier haben sich gerecht. Aber die Briten werden schon bald kommen und sie in Grund und Boden stampfen, bin ich mir sicher. Ja, wir gehen davon aus, ja. Oder beziehungsweise irgendwann werden die Franzosen einfach Spanien erobern, ein Empire errichten und dann die spanische Armada gegen die Briten verheizen. Ne? Ja. Die Holländer darf man nicht vergessen, die waren damals auch noch sehr, sehr stark dabei. Ja. De Ruyter, oder wie der hieß, der Admiral, der war auch noch ein ganz Oh, da ist gerade ein Schiff explodiert. Admiral. Ja, war das eins von mir, oder? Ich glaube, ja. Ja. Oder? Ja. Wie schön. Komm, Kinder, hier nochmal eine Salve. Ja, da fängt sich das Schiff einmal und dann kommst du wieder. Ja, so hast du das vorhin auch gemacht bei mir. Das war eine sehr gute Taktik. Naja, man muss die Schiffe schon zu Tode jagen, weil die Hälfte von deinen Schiffen habe ich ja schon zu Tode geschossen eigentlich. 3 Stück hier. Die San Salvador, die Velasco oder wie auch immer und die Vencedor oder Vencedor. Keine Ahnung. Ja.
Ich habe nie Spanisch gehabt. So, aber es ist noch nicht ganz verloren, glaube ich. Nee. Vor allen Dingen, weil meine Schiffe ja auch schon recht angeschlagen sind. So, da nochmal eine Breitseite rein, bitte. Wobei, wenn ich mir dein Admiralsflaggschiff anschaue, dann kriege ich keine Sorgen mehr. Für dich. Wollen wir hoffen, dass sich das so... Okay, ich glaube, da ist gerade ein Segel eingebrochen. Und meine Kanonen sind total Schrott, schau mal. Ich kriege überhaupt keine Salven mehr ab. Aber jetzt können die schießen, die laden einfach nicht synchron nach, die Trottel. Tja, und wenn du mein Admiralsflaggschiff hast, dann ist es sowieso aus und vorbei. Jetzt hast du sogar mein Schiff in Brand geschossen hier hinten. Die Pegas. Ist Pegasus auf Französisch, oder? Pegasé, ja. Ne? Pegasé. Ja. Aber da ist kein Accent d'aigu. Ah ja, genau, Pegasus. Ja, Pegasus. Genau. Da muss ich jetzt auch nochmal eine Salve hinterher schicken. Ha! Oh, shit. Dein eines Schiff flieht. Noch nicht. Noch hat sich's nicht ergeben. Ja, noch. Nächste Salve und es ist tot. Was soll das denn? Es fällt denen ein. So, komm. Salve nochmal auf dieses Schiff. Hey! Da. Und schwupp. So, und jetzt kannst du auch hier hoch. Ja, und schon beruhigt es sich wieder, oder was? Obwohl ich drauf schieße, ja. Weil mein Admiral natürlich dazukommt. Na toll. Dann kann ich es natürlich verstehen. Super. Ja, es zieht sich noch ein bisschen. Wollen wir... Oh Gott, nee, es zieht sich nicht mehr. Ich bin sofort tot. Das war eine schöne Salve von deinem Admiralsflaggschiff. Und alles nur, weil dieses Skeptre irgendwie da hinten rumgurkt und seit 5 Minuten nicht mehr am Schießen ist. Na, ja, da war auch noch ein kleiner Treffer dabei. Ja, du kriegst das klein so langsam. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? das spanische Eichhörnchen. In diesem Fall, ja. Ah ne, stopp halt hier. Dings, so. So, jetzt nehme ich mal das Schießen selbst in die Hand hier. Ja, hin und wieder sollte man das machen. Da ist das gar nicht so verkehrt. Oh, mein Schiff braucht ewig, bis das bei dir ist. Na komm, da ist noch eine Breitseite drin. Blockieren sich meine Schiffe hier nochmal so ein bisschen gegenseitig. Natürlich nicht so schön. Oh, die Salve war aber nix. Von dir oder von mir? Von dir. Die war doch gut. Ja? Ist die angekommen? Ja, und wie? Ah, okay, gut. Dann habe ich mich verguckt. Ah, die war nix. Aber die andere, die war gut. Also, soweit ich das gesehen habe. So, jetzt habe ich endlich mal wieder meine zwei Schiffe. Ja, ich hab zu wenig gefokust anscheinend. Das ist natürlich mein Beinbruch. Also die war ja auch wieder was, oder? Habe ich jetzt gerade nicht gesehen, weil ich gerade ein anderes Schiff von mir gesteuert habe. Okay. Aber weißt du denn noch, wo man sehen kann, wie der Wind gerade weht bei Empire? Nein. Leider nein. Okay, gut. Ab hier hoch. Ja, das Gute war halt, du hast halt eines meiner starken Schiffe lange Zeit aus dem Rennen gehalten. Und... Du hast auch noch
Glück, weil hier offenbar keine Segel gesetzt werden bei diesem anderen Schiff. Naja gut, dann müssen wir mal schauen, dass wir das hier jetzt so irgendwie noch zu Ende bringen. Aber ich glaube, als so schlechte Karten hast du nicht mehr. Meine Schiffe sind halt wirklich sehr angeschlagen, ne? Das. Ja, aber ich muss sie ja auch mal finishen hier, ne? Weil zum Beispiel das eine, das habe ich jetzt die ganze Zeit gejagt und das ist fast am Leben noch. Also, ne, ich verstehe nicht, wie man da überleben kann in dem Zustand, aber es lebt. Ich habe halt noch ein gutes Schiff, das noch gute Salven schießen kann. Und solange ich das auf Distanz halte, komme ich noch damit klar. Ja. Daran liegt das. Hier, die Skeptre, die die ganze Zeit rumgeguckt ist, wo sie nicht gebraucht wurde. Was, ich habe eine Trajan? Aha. Mein Admiralsflaggschiff heißt Trajan. Auch nett. Komm, hier nochmal eine Salve auf seinen Admiral, bitte. Boah, da war die Distanz zu groß zu deinem Schiff. Ja. Ja, seit ich manuell schieße, geht's wieder bergauf hier. Es lag alles nur an der KI. Die wollte, dass du auch mal gewinnst. Ja, ja. Naturellement, Monsieur. Naturellement. Bien sûr. Oh, die kommt nicht mehr an, oder? Nein. Nee. Die ist vorher im Wasser gelandet. Oh, ein Schiff von dir sinkt. War das vorhin schon Schrott? Das ist das Schiff, oder? Das, das ich so ganz knapp zerschossen hatte. Ja, also das war schon mehr als knapp zerschossen, auf jeden Fall. Also das war fast tot eigentlich, oder? Faktisch. Ja, 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 ja. Das war schon hinüber, ja. Na eben. Endlich mal wieder. Aber die Spanier können ja schwimmen. Ja. Kann es sein, dass du repariert hast? Ein bisschen. Nee. Okay. Nee. Also wenn, dann machen das die Soldaten von sich aus und nicht, weil ich denen das sage. Ja. Aber vielleicht ist ja ein findiger Zuschauer dabei, der genauer Bescheid weiß und direkt sagen kann, ja, ihr habt das nicht gemacht, weil XYZ oder so, ne? Und dann genau. Bla bla bla. Ja, so Junge, jetzt müssen wir aber langsam mal zu Potte kommen hier, ne? Ja, das ist normal, dass das durchaus mal 40, 50 Minuten dauert. Also, hättest du mir das mal vorher gesagt, meine Frau wartet schon aufs Abendessen. Tja, in Empire ist das so. Shogun 2 geht das wesentlich schneller. Das ist wohl wahr. Was du natürlich hier wieder Fieses machst, ist, du ziehst deine verwundeten Schiffe weg und willst, dass ich gegen die anderen kämpfe. Claro. Na, das verweigere ich doch mal gleich. Und zieh ab. Leistungsverweigerung, Gefechtsverweigerung, Note, ja, genau. 6. Ja, manchmal muss man schlechte Noten in Kauf nehmen. Ja, nee, die erwische ich auch nicht mehr hier. Deine San Miguel. Sagt man eigentlich Juan, Juan, Juan? Juan. Juan. San auf Juan der, Nepo, spanische, Geno, der spanische Geno. Name für Hans. Aha, okay. Wusste ich nicht. Ja, machen wir mal dreifache Geschwindigkeit. Kurz. Wo machen wir das? Ach, da. Links, ja. Der Minimap. Okay, komm, wir müssen das ja jetzt hier zu Ende kriegen. Ach, ist schon wesentlich schöner so. Kann ich viel weitere Bögen fahren. Ja, aber das ist so doof, wenn du dir jetzt die ganze Zeit so hinten da. Ja, was machst du denn? Du drehst dich da auch nur im Kreis. Ich versuche. Nee, das machen die aber von alleine. Ich habe eigentlich gesagt, die sollen zu dir rüber segeln. Das Problem ist halt, ich kann ja nicht nach Süden segeln, weil da kriege ich ja keinen Wind. Ja, ich kriege ja keinen Wind da. Ja, ich komme jetzt schon. Ich sehe es, leider. Ich habe halt nur Angst gehabt, dadurch zu segeln, weil da drei meiner Schiffe fliehen und dadurch es passieren könnte, dass mein Schiff auch Angst bekommt. Nee, nee, die haben ja schon längst kapituliert, oder? Ja, ja, aber das wirkt sich trotzdem negativ auf die Moral aus. Ja, schau, jetzt segelt der wieder weg hier. Zitze. Also wirklich.
Na, wo du auf den Schuss verzichtest, setze ich nochmal einen Treffer hier. Long-Range-Fight. Der ist natürlich auch sehr angeschlagen hier, der schwere erste Klasse. Fregattenkreuzer. Wie auch immer. Ja, ich glaube... Ach du meine Fresse, jetzt segeln meine Schiffe mal wieder nicht. Ja, oh, das war's. Der sinkt, ja, der sinkt. Der sinkt, ja. Der ist interessanterweise schon gesunken, bevor der Treffer drin war. Ja. Ja, ja, es ist irgendwann, kommt das Wasser halt rein und dann ist aus. Wenn der Rumpf sowieso schon so kaputt ist. Ich liebe ja die Seeschlachten in Assassin's Creed. Hast du eigentlich die neuen Teile von Assassin's Creed? Nee, das ist nicht so mein Spiel irgendwie. Naja, ich fand das dann doch immer ganz, ganz lustig, auch weil historische Charaktere irgendwie da drin waren. Ah ja. Und, naja, mehr oder weniger sinnvoll verbaut wurden. Aber immerhin. Dadurch, dass es halt wirklich ein Triple A... Nein, 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 du fließt nicht! Dadurch, dass es ein AAA-Titel ist und dadurch die Grafik perfekt ist und ja, es dann doch auch Spaß macht deswegen irgendwo, spiele ich es dann doch manchmal ganz gern. Also ja. Ich habe dann die auch die meisten Teile, glaube ich. Den Vierer habe ich mir nicht geholt, aber den Dreier. Ah ja. Und den Brotherhood und Revelations. Naja. Aber ich habe das nie Let's Played oder so. Dann habe ich mir gedacht, den Flame erspare ich mir mal. Ja. So, da ist der nächste Treffer drin. Oh, der hat weh. Oh, der hat wehgetan. Oh, ja, fuck, der hat wehgetan. Oh, ach, dir wehgetan. Ja. Ja, ja, der hat mir wehgetan. Ja, ja. Ah, ja. Ja, ich bin insofern. Ich hoffe halt einfach, dass es meine Skeptre schafft, ne? Weil die Trajan, die hat sowieso kaum noch Kanonen zum Schießen. Die Trajan kann ich mir schießen. Die Skeptre hat noch sehr, sehr gute Anzahl an Kanonen. Also noch 101 Kanonen. Das merkt man dann auch. Ja. Also du hast ja zum Beispiel 70 Kanonen, dann hast du hier noch 30, 90. Du hast 90 Kanonen. Was? Wann hattest du die denn? Welches Schiff meinst du jetzt gerade? Deine Admiralsflaggschiff. Ja, ja, das hat noch 94 Kanonen. Ah, da bin ich der Salvia noch mal ein bisschen entkommen. Ja. So. Jetzt kommt aber meine wieder. Nicht zu früh freuen, Günther. Nee. Würdest du bitte schießen? Danke. Wie oft hat das... Oh, da ging um die halbe Salve daneben. Ja, nicht die halbe, ein Viertel vielleicht. Ja, weil er zu spät geschossen hat. Weil er zu spät geschossen hat, der inkompetente Sklaventreiber im Unterdeck. Hat nicht schnell genug getrommelt. Klar, dass dann meine Elite-Sklaven aus dem Rhythmus kommen. So. Jetzt. Und zack. Oh, der ist gut. Oh, der ist gut. Naja, aber ich habe weniger Kanonen. Der hat auch wieder wehgetan. Zur Verfügung da an der Stelle. Ja, aber langsam wird's echt langsam. Echt? Ja, Seeschlachten ja, ist nicht deins. Ja, dieses Ganze, ja, nee. Also, ich meine, du machst es schon gut. Halt, du segelst halt immer vor mir weg, gibst dann halt noch eine Salve ab und ich segel dir halt hinterher, weil ich dich halt kriegen will, ne? Na, aber ja. Ich mach kein Kite-Ding, also das ist was ganz anderes. Das war jetzt auch nicht als Vorwurf gemeint. Es ist noch relativ normal, also zum Beispiel, wie ich jetzt hier mit der Trajan ranfahre, das ist schon sehr wagemutig. Ja, nee, komm, das Schiff hat kapituliert. Ich bitte dich, also... Das Schiff hat jetzt vielleicht dann doch. Vielleicht komme ich doch nochmal weg.
So, ich lade mal Kartätschen. Ach, du kannst da noch fahren mit. Ja, sag mir das doch. Das hat sich gerade noch mal erholt, das Schiff. Es war keine Absicht. Es war keine Absicht, tut mir leid. Ja. Ja. Ich wollte eigentlich nicht, dass es so weit kommt, ja. Wolltest eigentlich die Sache schnell beenden. Na, jetzt hast du mein Admiralsflaggschiff und dann fliegt mein anderes auch und dann hast du es endlich geschafft. Schätze ich mal. Ob der flieht, ich weiß es nicht. Ach Gott, du segelst ja hinter mir. Ja, in der Tat tue ich das. Autsch. Na, wobei, der hat auch nicht mehr viel Kanonen, ne? Also nee, so viel konnte der nicht loslassen. Gut, dann drehen wir nochmal rein. Au. Und ich dachte schon, das Schiff wäre besiegt. Au, ja, gut, das ist tödlich. Das meine ich auch. Hoffen wir es. Also die Nepomuk-Heno hat noch enorm was drauf. Hoffen wir es, ja. Ja, mein Schiff ist außer Kontrolle, die Trajan. Zack. Ja. Schau mal, jetzt flieht er nicht mehr, obwohl er vorhin schon geflohen ist. Ah. Kartätschen hat er abbekommen, alles hat er abbekommen, trotzdem will er nicht. Ich habe übrigens, also ich meine, wir müssen das mal nochmal von einer ganz taktischen Seite halt irgendwann aufziehen, dass wir das halt mal so machen, dass wir auch mit diesen verschiedenen Ladungen ein bisschen mehr hantieren und so weiter, weil es ist ja so, wenn du gegen die KI spielst bei Empire, du hast ja immer das Problem, du schießt ja die kompletten Segel kaputt, das macht dem Schiff der KI halt eigentlich gar nichts aus, ne? Das ist halt immer ein bisschen doof. Und hier so in einem Multiplayer hat man ja eigentlich mal die Möglichkeit, das auch ein bisschen zu testen und zur Anwendung zu bringen, ne? Ja, hat man auf jeden Fall. Sollten wir auch machen. Also ich habe jetzt auch vorhin eben die Kartätschen probiert. Du kannst ja jetzt auf Kettenkugeln wechseln und versuchen, mich mit Kettenkugeln zu kriegen. Dann wird es nochmal spannend. Dann schieße ich dich ja nur manövrierunfähig, ne? Ja, danach kannst du mich ja total weghauen. Also wenn du das ja einmal geschafft hast mit der Manövrierunfähigkeit, dann ist es ja nicht mehr schwierig, mich zu zerstören. Nur das musst du erstmal schaffen, bevor ich dich zerstöre. Das ist so die Schwierigkeit dabei. Ja, eben, das ist es halt. So, jetzt kriege ich die Salve meines Lebens ab. Na? Autsch. Na, die war noch ganz gut drin. Da hat nochmal einiges reingehauen, ja. Auch wenn wieder so ein Drittel weg war. Also ein Drittel ist nochmal an der Seite vorbei. Ja, das stimmt. Also über die Reling drüber. Ja. Einer hat getroffen. Da geht fast alles ins Wasser. So, und jetzt versuche ich nochmal deine zwei Schiffe hier zu kriegen. Dann habe ich das 1 gegen 1, das ich will und das ich auch verlieren werde, weil ich nur noch 79 Kanonen habe. Mit deinen anderen beiden haben halt nur noch 40 und 30 Kanonen und das ist halt wirklich nicht viel. Au. Wieso zieht der denn so gut? Naja. Schießt mittlerweile auch manuell, oder? Nicht immer. Ja gut, ich mit einem Schiff, da ist das natürlich viel. Mit einem Schiff geht das besser, mit dreien ist manuell Schießen noch so halbwegs drin. Ja, wenigstens habe ich dein Admirals-Flaggschiff, die Trajan, bekommen. Ja, was heißt hier wenigstens? Du hast eigentlich alles bekommen. Das letzte Schiff wird schon auch noch fallen bei mir. Ich hoff's. Also die paar Salven da eben haben schon richtig gesessen. Wenn du dann auch so zwei, drei von der Sorte ablässt, dann habe ich ein Problem. Der kommt nicht an, oder? Paar schon. Nee. Unter Wasser treffen die. Ja, genau. Ach, diese fiesen Torpedos, die Franzosen seinerzeit erfunden haben.
Oh ja. Ja, Torpedoschiffe gibt's auch in Napoleon. Nee, gibt's nicht. Irgendwo gibt in Rome gibt's Torpedoschiffe, das fand ich lustig. Oder in Shogun 2. Rome? Nein, in Shogun 2, glaube ich, dann eher. In Fall of the Samurai gab's die, meine Güte. Ach ja. Ich dichte da was zusammen. Und zack. Oh, drei Kanonen habe ich noch auf der Seite. Ja, super. Und jetzt kommt deine geballte Salve rein. Die war nicht manuell, ne? Nee, die war automatisch geschossen. Jetzt habe ich alle Kanonen auf der anderen Seite intakt. Hoffe ich. Wobei das. Dein Line Battle fängt übrigens in 13 Minuten an. Ist es 20 Uhr oder wie? Ja, schön. Okay, also Leute, ihr kriegt heute einen Part in Together-Länge, ja, aber halt, ein Single-Match, also wirklich ein Match, ja. Ja, also. Eben. Ja, es gibt Fanatiker, die mögen das. Außerdem, ja, das kann man mal schön einige, nebenbei laufen das, lassen. Wollen, ja. Man weiß ja nie, ob wir noch irgendwann was Interessantes sagen, auch wenn das nicht. Oh, passiert. Da waren aber noch ein paar Kanonen intakt bei dir. Ja, das ist die andere Seite, die hat noch Kanonen, mit der ich eben geschossen hatte, nicht. So, wenn du willst, können wir mal zweifache Geschwindigkeit machen. Ne? Ja, ist okay. Dreifache ist mir zu schnell, dann kann ich gar nichts mehr machen, aber zweifache müsste gehen. Müsstest du dann auch auswählen. Oder, ach so, wenn du dreifache ausgewählt hast, wird einfach das langsamste genommen, was der andere hat. Ja. Gut. Wir haben schon fast eine Stunde, oder? Es ist sau lange. Es ist auf jeden Fall sau lange. Dreh dich doch mal andersrum, du Dödel. So. Das ist immer ein Problem mit dem Wind hier. Ja, jetzt bin ich auch schon gelb auf beiden Seiten. Für mich wird das nichts mehr. Die Musik ist ja ganz schön, muss ich sagen. Ja, die Musik ist nett, ja. Ah, schon wieder nichts getroffen. Nee, der kommt nicht an. Autsch. Oh nee, jetzt fange ich an zu fliehen. Okay, damit hast du es dann. Yeah. Spanien hat sich wirklich gerecht. Naja, immerhin können sie nicht einmarschieren mit Schiffen. Wir sind ja nicht Holland. Ja. Wobei, da gibt es auch eine tolle Sache. Die Holländer haben, glaube ich, mal... Boah, meine Schiffe bewegen sich nicht mehr. Fuck. Als die Holländer von Franzosen und Engländern auf einmal angegriffen wurden, haben sie die englische Flotte zerstört und die französische Infanterie, also die gesamte Landarmee, Streitmacht, haben sie aufgehalten, indem sie ihre Flüsse geflutet haben. Oder quasi, sodass sie quasi komplett eine Insel wurden. Und dann konnten die Landstreitkräfte nicht mehr durch. Also irgendwann zur napoleonischen Zeit war das. Also davor, kurz davor. Ja. Bei Louis dem 14., glaube ich, ja. Louis XIV war das. Soweit ich weiß. So. Na komm, ein Schiff dürfte ich doch noch kriegen von dir. Wie wär's mit der Vencedor? Oder wie auch immer man sie aussprechen mag. Mann. Das war ja meine Fail-Salve. Ja, es dauert halt auch alles sehr, sehr lange, ne? Ja, aber ich maule ja nur, weil ich kriege ja nachher Ärger von meiner Frau, weißt du, wenn ich halt jetzt hier ewig lange rumhänge, dann heißt es wieder, hast den ganzen Abend wieder mit dem Pilo hier gespielt und aufgenommen und so weiter und ich verhungere hier im Wohnzimmer und ne? Ja. Gerate ich hier zwischen die Fronten? Nee, eher ich eigentlich. Ach so, ja, gut, klar. Also Interessenkonflikt. So, jetzt. Computer, mach das scheiß Schiff platt. Ed ist weg. Ich kann es nicht mehr steuern. Sie haben gewonnen, Günther. Da speichere ich mir sogar mal das Replay. Ja, ich auch. Lange Seeschlacht nenne ich es, ja. Meine Güte.
Ich habe nur 3 von dir gekriegt. Naja, das war wirklich eine... Ja, das war übel. Schöne Schlacht. Ja, guck mal, ich habe einen Fähigkeitswert von 0. Hä? Ist das nicht was? Ja, ja, das ist natürlich super. Ich habe einen Fähigkeitswert von 0. Geil, Omar. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder mit Medieval 2, ja? Ja, auf jeden Fall. Und danach auch noch mit anderen Total War-Teilen mit Sicherheit, denke ich mal. Genau, welchen Teil wollt ihr denn nach Medieval 2 sehen? Sagt uns doch einfach mal Bescheid, schreibt uns einen Kommentar rein und ich würde mich drüber freuen, über ein kleines Feedback. Frage noch, wann kommen die Parts immer hoch, so wie das Together ursprünglich, ne? Würde ich jetzt auch mal sagen, also so 2 die Woche, ne? Ja, okay, genau. Also 2 die Woche gleiche Zeit, ne? Mittwochs und... Sonntags? Samstags. Mittwochs und Samstags? Samstags, irgendwie 18 Uhr oder 14 Uhr, wie war das? Machen wir mal 18 Uhr, finde ich besser. Okay, also immer mittwochs und samstags, 18 Uhr. Leute, ich freue mich auf eure Kommentare, lasst uns eure Meinung da. Boah, war das ein Stück Arbeit, auf jeden ja, Fall. Ja, ja, vor allem, wenn man noch was anderes machen muss und dann diese langen Seegefechte, das ist dann für dich wahrscheinlich sehr lang gewesen. Aber für die Zuschauer vielleicht doch interessant. Nee, ich finde das jetzt auch gar nicht schlecht, wenn ich mehr Zeit hätte hinten raus, dann wäre das auf jeden Fall eine coole Sache, die ich auch gerne nochmal machen würde. Aber vielleicht als Idee, das nächste Mal dann halt nur 3 Schiffe oder sowas, weißt du, ja. So ein Duell mit einer kleinen Flotte. Oder genau, normalerweise mache ich auch genau immer 3 Schiffe oder ein Schiff, nur wir wollten es halt einmal groß haben, ne? Und ja, dann können wir genau. Später mal mit ein Schiff gegen ein Schiff oder 3 gegen 3, das ist vielleicht interessanter. Uns fällt was ein und bis zum nächsten Mal. Euer General Pilofas. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hola.